So, das scheint wieder hier in der Zentrale zu sein. Das ist Mariko, okay. Hätten Sie kurz Zeit? Pathfinder, es ist mir eine große Ehre. Ich muss Ihnen meine Bewunderung dafür aussprechen, was Sie geleistet haben. Sie haben nicht nur die Leere zwischen den Galaxien durchquert, sondern es auch durch die Geißel bis nach Aya geschafft. Das ist unglaublich. Ja, unsere Chancen standen alles andere als gut. Und doch sind wir hier. Fremde aus unterschiedlichen Galaxien, die sich freundschaftlich unterhalten. Das ist absolut außergewöhnlich. Ich bin Mariko Darash, leitender Vonoran. Ein Vonoran? Das ist äußerst... Ich weiß nicht was. Ah, Linguistik. Das ist nicht meine Stärke. Ich bin ein Himmelsbeobachter. Ich kartografiere die Bewegungen der Sterne, Planeten und der Geißel. Ein Astronom? Kennen Sie die sicheren Routen da draußen? Wir setzen Satelliten ein, die uns auf neue Gefahren und Möglichkeiten aufmerksam machen. Allerdings haben wir den Kontakt zu mehreren von ihnen verloren. Er ist einfach abgerissen. Ich habe schon ein Schiff zu ihren letzten bekannten Koordinaten geschickt, aber die Scans konnten nichts entdecken. Ihre Tempest ist enorm fortschrittlich. Ich hatte gehofft, sie könnten uns vielleicht bei der Suche helfen. Das wird sicherlich möglich sein. Selbst Pathfinder brauchen eine gute Karte. Ich kümmere mich darum. Ich wusste, Sie würden es verstehen. Ich werde Ihnen die entsprechenden NAV-Punkte übermitteln. Und sobald ich unsere Karten endlich wieder mit aktuellen Satellitendaten abgleichen kann, werde ich gerne alles, was wir haben, mit Ihnen teilen. Vielen Dank. Okay. Das freut mich sehr. Und wir müssen ja sowieso jetzt dahin und ich werde sowieso die Systeme, die jetzt neu dazugekommen sind, untersuchen. Von daher können wir das auch problemlos mitmachen. Ich nehme ja sowieso alle Nebenquests mit an, die ich kriegen kann hier. Gut, dann würde ich sagen, zurück zur Tempest. Und dann auf in neue Gebiete. Direktor Tan, es gibt gute Neuigkeiten. Die Angara haben uns auf Aya eine Botschaft eingerichtet. Das kommt überraschend. Was erwarten Sie von uns? Sie haben nicht nur die Geißel und die Kette überlebt, sondern auch Ihre Zivilisation wieder aufgebaut. Vergessen Sie das nicht. Ich soll also an Ihren Stolz appellieren. Das geht vernünftig. Ich werde eine Delegation zusammenstellen und Sie nach Aya schicken. Danke, Pathfinder. Von jetzt an übernehmen wir. Okay. Gibt es sonst irgendwas? Nö. Ich glaube, das Ding können wir nie selbst benutzen, oder? Das ist immer bloß aktuell, wenn gerade jemand mit uns spricht. Also wenn wir automatisch in so ein Gespräch reinkommen. Gab es da noch irgendein anderes Terminal? Ich glaube nicht, ne? Na gut, wir sind wieder zurück auf der Tempest. Und ich frage mich gerade, ob es neue Gesprächsoptionen gibt, weil wir ja jetzt doch ein bisschen vorwärts gekommen sind in der Story. Tote Tiere! So, Cora ist zumindest schon mal nicht auf ihrem Posten. Ah, hey Vethra. Ich dachte, ich hätte die Cat schon vorher gehasst. Aber jetzt, wo wir von dem Aufstieg erfahren haben, ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie sich Jarl dabei fühlen muss. Ich bin neugierig, was Sie und Sid betrifft. Es war bestimmt schwer, schon so jung auf sich allein gestellt zu sein. Ja, das kann ich wirklich niemandem empfehlen. Wo war Ihre Mutter während dieser Zeit? Noch auf Palavin, schätze ich. Sie war eine schreckliche Frau. Alles, was sie interessierte, war ihre Karriere. Sie und mein Vater haben sich ständig gestritten. Ich denke, am Ende haben sie einander gehasst. Als es für uns richtig schwierig wurde, habe ich darüber nachgedacht, wieder zurückzugehen. Aber sie hätte uns nicht bei sich aufgenommen. Was auch immer mein Vater getan hat, hatte jegliche Hoffnung darauf zerstört. Wo waren Sie zu Hause? Auf Palavin? Nein, wir hatten Palavin damals schon verlassen. Worin auch immer unser Vater verwickelt war, bedeutete, dass wir dort nicht mehr willkommen waren. Ich war damals noch nicht mal im Trainingslager und Sid war gerade mal ein Jahr alt.
Wir haben uns letztlich in einer Bergbaukolonie im Minos-Ödland niedergelassen. 2 Jahre später war unser Vater fort. Wie haben Sie sich und Ihre Schwester durchgebracht? Ich war damals praktisch selbst noch ein Kind, also blieben mir nur jede Menge Aushilfsjobs. Vor allem auf dem Bau. Es gab gefährliche Arbeiten, die niemand übernehmen wollte. Also habe ich sie gemacht. Sowas wie in der Höhle zu arbeiten oder irgendwo drunter zu kriechen. Da ich mit einer Waffe umgehen konnte, habe ich mich aber irgendwann auf Schmuggel verlegt. Das war zwar noch gefährlicher, allerdings auch äußerst lukrativ. Wir waren nie reich, hatten aber ein angenehmes Leben. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Tja, klingt nach einer ziemlich harten Jugend für Sie. Ich finde interessant immer an den Stimmen der Turianer, dass die, also im Prinzip sind es ja 2 Stimmen. Es ist ja einmal die Hauptstimme, die du hörst, und dann ist da drunter ja nochmal eine tiefer gelegt. Ich frage mich aber immer, ist das jetzt einfach nur ein bisschen tiefer gepitcht, nochmal die Stimme, die eingesprochen wurde? Oder haben die tatsächlich noch einen zweiten Sprecher benutzt, der dann da nochmal drüber geredet hat? Also, es könnte auch eine Männerstimme sein. Wo sind die denn alle hier? Hier ist keiner, oder? Nö. Gut. Keiner im Bad, aber hier ist jemand. Gibt es über diese Anlage auf Volt viel zu sagen? Ja, schon. Aber vielleicht nicht jetzt. Ich verstehe. Gefragt ist sinnloses Geplauder über nichts. Kommt sofort. Pathfinder, tut mir leid, wenn unser letztes Gespräch irgendwie seltsam war. Ich habe das alles außer Ihnen noch niemandem erzählt und, es hat sich gut angefühlt. Für mein Team tue ich alles, Liam. So etwas macht man nicht aus Pflichtgefühl, Pathfinder. Hoffe ich jedenfalls. Das bringt mich auf die Idee, dass wir mehr zusammen machen sollten. Außerhalb des Schiffs. Auf dem Markt von Aya zum Beispiel. Ich kenne dort ein paar Leute und würde Ihnen gerne das ein oder andere zeigen. Aber in erster Linie wäre es ein freier Tag. Klar. Irgendetwas Vertrautes. Wie es aussieht, brauche ich das. Das können wir gerne machen. Es gibt immer noch mehr zu sagen und zu lernen, nicht wahr? Haben Sie eine Gefährtin? Eine Partnerin? Nein, schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr? Ich habe mich einmal in ein Mädchen verliebt. Alea. Wir waren jung. Ich war jung. Es war meine erste Vessal auf Aya. Wir haben auf derselben Farm gearbeitet. Sie war etwas älter als ich. Eine Forscherin. Ich höre immer noch ihr Lachen. Und sehe ihre Augen. Sie hat mich geküsst und ich gehörte ihr. Verzaubert und verführt. Aber es hat nicht funktioniert. Mein älterer Bruder kam nach Aya. Er war bereits eine Berühmtheit im Widerstand. Wo ist Elia jetzt? Hat das mit ihr und ihrem Bruder geklappt? Sie kehrten nach Haval zurück und sie schloss sich unserer Familie an. Sie wurde eine der Mütter. Und sie müssen sie jeden Tag sehen? Nein. Sie wurden von den Cat verschleppt. Ihre Kinder haben überlebt. Okay, belassen wir es dabei. Ja, lieber nicht drüber reden, das ist alles ziemlich hartes Zeug, glaube ich, was Jarl da so durchmachen musste. Das klingt schon heftig. Kann ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Ich werde sie beantworten, so gut ich kann. Wollten Sie immer ein Kämpfer werden? Haben Sie sich in der Schule auf irgendetwas spezialisiert? Ich... Nein. Ich will nicht darüber reden. Aber ich bin gar kein Kämpfer. Nicht wirklich. Die Besetzung durch die Cat sorgt für Chaos. Also ist auch unser Bildungssystem chaotisch. Ich bin eigentlich nicht so richtig. Aber... Das ist eine Ausrede. Die Wahrheit ist, dass ich noch nicht weiß, was ich will. Im Leben. Und das in meinem Alter. Ich hoffe, dass mein Hiersein mich weiterbringt. Können Sie mir etwas von Ihrer Familie erzählen? Falls Sie eine haben. Setzen Sie sich. Das dauert ein Weilchen. Bringt uns jemand Knabberzeug und Getränke? Wow,
Ist Ihre Familie so groß? Ich habe eine echte Mutter, Sahuna, und mehr als 5 zusätzliche Mütter. Dazu viele Geschwister und Cousins, die alle gemeinsam aufgewachsen sind. Unsere Familien verändern sich ständig und entwickeln sich weiter. Beziehungen kommen und gehen. Mein Vater ist nicht mehr da. Verschleppt oder getötet von den Cat. Wir haben seine Leiche nie gefunden. Das tut mir leid, Jor. Ich verstehe. Ich habe meinen Dad gerade erst verloren. Aliens mit Gemeinsamkeiten also. Wir sind vaterlos und kämpfen dennoch weiter. Haben Sie sonst noch eine Frage? Haben Angara Zukunftspläne? Träumen Sie davon, was Sie erreichen wollen? Sie packen Pläne und Träume in dieselbe Frage. Ja. Oh. Verstehe. Das war Absicht. Angara leben im Jetzt. Wir wollen nicht die Zukunft verbessern, sondern an der Gegenwart arbeiten, weil sie es dringend nötig hat. Also es ist auf eine Art und Weise richtig. Man kann nur in der Gegenwart etwas verändern. Aber man muss natürlich auf die Zukunft schauen, um in der Gegenwart für die Zukunft etwas zu tun. Nur wenn man den Blick in die Zukunft auch mal lenkt, für seine Ziele natürlich, dann kann man auch im Hier und Jetzt was verändern, was dazu führt, dass man dann vielleicht näher an das herankommt, was man sich vorstellt für die Zukunft. Okay, belassen wir es dabei. Bis später, Jor. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Na klar doch. So, Crew-Infobot, gibt's hier was Neues? Mentale Gesundheit. Angesichts der jüngsten Ereignisse erscheint mir das ein guter Zeitpunkt, um Ihnen noch einmal das Programm der Andromeda-Initiative zur mentalen Gesundheit in Erinnerung zu rufen. Danach sind mentale Störungen erstens real, Stress, posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen und Depressionen sind nicht einfach nur Müdigkeit oder aus einer Mücke einen Elefanten machen. Es sind komplexe Störungen, die der richtigen Aufmerksamkeit und Behandlung bedürfen. Ja, das sollte man manchen Leuten auch mal erzählen. Also wenn man tatsächlich solche Störungen hat oder Depressionen, dass es eben tatsächlich Krankheiten sind. Ne? Nachvollziehbar. Ihre Kollegen haben höchstwahrscheinlich schon einmal ähnliche Empfindungen gehabt. Jeder um sie herum unterstützt sie und hat Verständnis für das, was sie durchmachen. Guter Punkt, man sollte mit Leuten drüber reden, wenn man Probleme hat. Irgendjemand findet sich immer, der einem da helfen kann. Und wenn es einfach nur ist, dass einem jemand zuhört und und da ist, einfach nur. Behandelbar. Ein gebrochenes Bein erfordert eine bestimmte Behandlung, Ruhe und eine reduzierte Arbeitslast, um richtig auszuhalten. Bei mentalen Störungen gilt das Gleiche. Sie können durch Medikamente, Therapie und Unterstützung gelindert werden. Ja, gelindert. Manchmal nicht wirklich komplett geheilt, aber zumindest gelindert, das stimmt. Kommen Sie auf die Krankenstation, wenn Sie Fragen haben. Lexi. Gut. Haben wir denn... Ah, hier gibt's Ryder, entschuldigen Sie die Sauerei. Wer ist Ihr Freund? Ein aufgestiegener Cat. Ich habe Joel Bescheid gegeben, um ihm zu zeigen... Oh, da ist er ja. Joel, sehen Sie sich das an. An ihm ist nichts Angaranisches mehr. Die körperliche Erscheinung kann täuschen. Ich habe hunderte Tests durchgeführt. Es sind nur noch minimale Spuren des angaranischen Genoms vorhanden. Die Aufgestiegenen sind Cat. Es muss irgendeinen Weg geben, sie zu heilen. Ich fürchte, wir müssen uns darauf einstellen, dass es eventuell unmöglich ist. Joel, wissen Sie noch, worüber wir gesprochen haben? Ja, Sie meinten, wir müssten das Problem objektiv betrachten. Ach, bitte entschuldigen Sie mich. Eine solche Erkenntnis ist immer schmerzhaft, aber Joel muss akzeptieren, dass der Aufstieg unumkehrbar ist. Wir kratzen doch gerade erst an der Oberfläche dessen, wozu die Cat fähig sind. Die Aufgestiegenen sind neue Wesen. Es ist mehr als eine Verwandlung. Es ist eine Geburt. Es gibt kein Zurück. Joel ist Teil dieser Crew. Sein Wohlergehen liegt in meiner Verantwortung. Ich weiß, dieser Job kam für Sie überraschend. Aber Sie füllen ihn mehr als aus. Und Sie haben sogar Ihr Cat-Exemplar bekommen. Das stimmt. Und Ihre Körper unterscheiden sich von allem, was ich kenne.
Sie sind das Ergebnis jahrhundertelangen Genraubs und forcierter Evolution. Es ist natürlich grauenhaft, aber auch faszinierend. Ich bin froh, dass Sie sich so gut eingewöhnt haben. Tja, mir blieb ja wohl nicht viel anderes übrig, oder? Ich sollte hier vielleicht sauber machen, bevor er zu riechen beginnt. Tja, das ist natürlich eine schlechte Nachricht für Jarl. War aber irgendwie zu erwarten. Das sind halt extrem heftige Mutationen, die die durchmachen da bei diesem Aufstieg, ne? Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es umkehrbar ist, aber ich meine, man weiß ja nie in dem Spiel, ja, was es an Technologie gibt. Dieses extreme Terraforming, das hier gemacht wird mit der Relikt-Technologie, das ist eigentlich auch nicht möglich, aber naja, offenbar hier ja schon. Von daher kann man sich nicht sicher sein, dass hier im Spiel nicht doch dann irgendwelche Technologie auftaucht, mit der man das machen kann. So, hier ist nichts weiter, dann gehen wir mal zu Korra noch kurz. Dieses Gewölbe auf Aya war so wunderschön, so lebendig. Und Meridian könnte der Schlüssel zu den anderen sein. Kein Wunder, dass der Archon es unter seine Kontrolle bringen will. Wie alles andere in Helios. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Wir versuchen immer noch, dem Flugschreiber ihren letzten Kurs zu entlocken und dafür zu sorgen, dass wir kampfbereit sind. Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elitesoldatin für mich? Wir haben mal einen gefährlichen Kult infiltriert, indem wir uns als neue Initiantinnen ausgaben. Valenza hat es gehasst. Sie war sowas wie unsere Militärgeistliche. Dieser Kult, diese Pervertierung des Glaubens hat sie richtig wütend gemacht. Wie haben Sie ihn zerschlagen? Nysira gab vor, Valenza müsse vom Bösen gereinigt werden. Sie erhielt eine Privataudienz bei der Anführerin des Kultes. Valenza hat sie erschossen und dann für sie gebetet. Gut, stimmt, mit den Kriegsgeschichten, das ist ja eine never-ending Story, wenn wir hier drauf gehen. Wir sehen uns später, Korra. Ich werde hier sein. Ich erinnere mich dran, aber es ist gut zu wissen, dass wir jetzt noch nichts verpassen bei Korras Mission, achso, wir können ja auch hier die Leiter hochgehen, sondern dass es da tatsächlich momentan noch nicht weitergeht, dass Korra noch Entdeckungen machen muss, bevor wir da vorwärts kommen. So, wer springt hier rum? Gil. Bleh. Ist es wahr? Sie suchen nach dem Schiff des Archons? Sieht ganz so aus. Bei unserer letzten Begegnung mit ihm hätten Sie mein Baby hier beinahe zerstört. Ich hoffe doch sehr, Sie haben diesmal einen besseren Fluchtplan. Ich habe alles unter Kontrolle. Für wie naiv halten Sie mich eigentlich? Fliegen Sie einfach nicht wieder durch die Geißel, okay? Quatsch mich nicht blöd voll. Verraten Sie mir ein paar Pokerweisheiten. Man muss bluffen und seine Gegner durchschauen können. Aber ansonsten ist Poker reine Mathematik. Wenn die Wahrscheinlichkeit, genau die Karte zu bekommen, die man braucht, höher ist als der Einsatz, setzt man. Wie geht's Ihrer Freundin Jill? Gut. Sie ist ziemlich beschäftigt. Wie es aussieht, ist es eine Menge Arbeit, die Fortpflanzung mehrerer Spezies in die Wege zu leiten. Wer hätte das gedacht? Es hat sie fast wahnsinnig gemacht, damit so lange warten zu müssen. Aber jetzt haben sie sozusagen von der Leine gelassen. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Naja, Ansichtssache. Ist ja auch jemand, den ich absolut nicht leiden kann. Von daher ist es jetzt nicht so ein Vergnügen für mich. Ach, hier ist Drax, ist mal. Nach dem habe ich eigentlich gesucht. Hey! Nun, da wir ein wenig nachgeforscht haben, ist klar, dass Sie mit Spender recht hatten. Typen wie er würden alles tun, um weiterzukommen. Ich frage mich nur, wie weit er gegangen ist. Okay, mehr gibt's mit ihm auch gar nicht zu klären. Das ist ja auch wieder hier sowas mit den Kriegsgeschichten. Wie bei Korra auch. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Okay, mit Drug gibt's also nichts Neues. Aber wir haben ja schon vorhin mitgekriegt, dass das Quest für ihn jetzt auch weitergeht. Also, dass wir da jetzt auch was finden können. Gut, und damit können wir uns dann jetzt mal nach vorne aufmachen. Mal sehen, ob es hier irgendwas Neues gibt. Ich habe sämtliche Tests durchgeführt. Sie ist ungiftig. Wenn wir hier leben wollen, muss jemand das Risiko eingehen und versuchen, etwas zu essen.
Okay. Dr. Tipero, bitte unternehmen Sie etwas. Tun Sie es nicht, Suvi. Sie haben mich verraten? Ich dachte, wir wären Freunde. Sie, Sir, werden ab sofort zu keiner meiner Partys mehr eingeladen. Gut, wo kommen wir hier eigentlich hin? Das ist der Ausgang, ne? Ja. Die Ausstattungsstation, alles klar. Und da drüben war Bibi gewesen. Bei der gibt's doch bestimmt auch nichts Neues, oder? Mach schon, denk nach. Oh, doch. Denk nach. Ich brauch irgendwas. Mit wem reden Sie da? Ryder! Scheiße, Sie können sich doch nicht so anschleichen. Ich rede nur mit mir selbst. Sagen Sie nicht, Sie würden das nie tun. Gestresst, was? Ach echt. Diese Sesshaftigkeit ist nichts für mich. Ich mag's nicht, wenn die Leute wissen, wo ich bin. Wo mein Zeug ist. Oh. Okay. Sie müssen sich entspannen. Ich bin ja selbst schon gestresst. Würde ich ja gerne. Wirklich. Wenn's mir zu Hause so ging, habe ich mir eine Schwerelosigkeitskammer gesucht. Oder ein Floatingbecken. Irgendwas, um abzuschalten. Das bräuchte ich jetzt auch. Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, in der Rettungskapsel lässt sich die Schwerkraft abschalten. Natürlich! Sam, du bist ein Genie! Das wird mich total verändern, Ryder. Sie werden schon sehen. Da drin ist Platz für zwei. Sie wollen mich dabei haben? Engt Sie das nicht ein? Finden wir es raus. Bin dabei. Und das war's dann. Okay. Schauen wir mal. Augen zu. Entspannen. Einfach loslassen. Oh. Das ist großartig. Ryder? Ja. Ich wüsste noch was, um mich zu entspannen. Und was? Sie haben noch nicht angebissen, aber ich habe keine Angst vor Zurückweisung. Wollen wir rummachen? Nein. Mir ist egal, ob Sie noch was anderes am Laufen haben. Und ich kann schweigen. Wir haben einfach nur Spaß. Und lassen Dampf ab. Ohne Verpflichtungen. Ohne Bindungen. Nein. Lieber nicht, Bibi. Okay. Kein Problem. Sorry. Ich hoffe, dass ihr genügt. Hey, wissen Sie nicht, was kein Problem bedeutet? Wirklich. Sie müssen mir nichts erklären. Und danke für das hier. Sorry, do that, aber wenn ich dich nicht mag, dann mache ich auch nicht mit dir rum. Also, nur weil sich die Gelegenheit eröffnet und sie dann schweigt, oh ganz toll, fange ich trotzdem nicht an, mit dir rumzumachen. So, wir schauen mal kurz in unsere E-Mails rein, da gibt's offenbar einiges zu lesen. Nachricht von Volt, Cat-Informationen. Seien Sie gegrüßt, Pathfinder. Ich heiße Raelis. Ich gehöre dem angaranischen Widerstand an. Einige unserer Späher sind mit faszinierenden Informationen zu den Cat zurückgekehrt, die Sie sicher interessieren werden. Ich erwarte Sie auf Volt. Bitte kommen Sie bald. Ach, juhu. Gut. Machen wir. Herzlichen Dank von Dr. Aridana. Die Familien meiner verlorenen Expeditionsmitglieder haben mich gebeten, Ihnen Ihren Dank dafür auszusprechen, dass Sie Ihre Angehörigen gefunden haben. Es ist immer schwer, wenn wir jemanden verlieren. Aber zu wissen, was mit ihnen geschehen ist, wird ihnen helfen, den Trauerprozess zu beginnen. Ich hoffe, dass ihre nächste Exkursion ein glücklicheres Ende nimmt, Aridana. Können wir reden? Vor der Kamera! Von Carrie Tevessa. Ah, da müssen wir wieder auf die Nexus, wa? Hallo Ryder! Man hört da so einiges. Eine Gartenwelt? Eine brandneue Spezies? Wenn Sie dazu offiziell etwas sagen dürfen, wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Carrie. Botschaften an die Nexus. Von Direktor Jaron Tan. Ryder, ich habe alle Botschaften der angaranischen Bevölkerung gelesen, die Sie weitergeleitet haben. Es ist ermutigend, dass uns schon in dieser Frühphase des Kontakts einige von Ihnen unterstützen. Genauso klar ist allerdings, dass es viel Arbeit sein wird, auch den Rest für uns zu gewinnen. Aber ich bin zuversichtlich, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Ich wäre überrascht gewesen, wenn die Angara keine Skepsis geäußert hätten. Erstkontakt ist eine komplizierte Situation, und wenn die Rollen verteilt wären und Sie bei uns vor der Tür stünden, wäre ich auch misstrauisch.
Danke, dass Sie die Botschaften weitergeleitet haben. Sie liefern wertvolle Erkenntnisse für unsere Navigation in diesen trügerischen Gewässern. Director Tan. Sie hatten recht, von Mildred Wormses. Wer war Mildred gleich nochmal? Der Name kommt mir bekannt vor. Sie erinnern sich vermutlich nicht an mich, aber ich habe sie auf der Nexus aufgehalten und ihnen die Ohren wegen der Angara auf unserer Station wundgeredet. Sie sagten mir, ich solle sie kennenlernen, also habe ich das versucht. Und nun ja, sie scheinen wirklich rücksichtsvoll und vertrauenswürdig zu sein. Also machen Sie ruhig so weiter. Viel Glück. Na, das freut mich doch. Und Sie sind schuld, von Gil. Erinnern Sie sich an einen gewissen Bailey, dem Sie auf der Nexus begegnet sind? Ich weiß nicht, was Sie ihm gesagt haben, aber er hat mich kontaktiert. Weitergeleitete Nachricht. Gil, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Unsere Zusammenarbeit auf der Nexus war belebend und ich bin sicher... Achso, das ist ein Komma. Und ich bin sicher, Sie beleben jetzt Ihre Kollegen auf der Tempest. Ich beneide Sie und ich beneide Ihren Pathfinder. Aber die Arbeit, die Sie nun leisten und die Pioniere, die Sie unterstützen, brauchen und verdienen diese Belebung wohl mehr als wir anderen. So geht das 6 Seiten lang weiter, bevor er mich fragt, ob ich mal mit ihm etwas trinken gehen will. Ich fühle mich jetzt richtig belebt. Sie nicht auch? Naja. Geht so. So, von Ryder, von Callower an mich. Hallo Ryder! Was für eine Rettungsaktion! Die Tempest ist zwar für derartige Einsätze nicht gedacht, aber sie schlägt sich prächtig. Nicht, dass ich Sie dazu ermutigen möchte, Ihr Leben für Stresstests oder ähnliches aufs Spiel zu setzen, aber dennoch, gut gemacht. Ich habe mich mit der Moshai unterhalten, als ich an der Krankenstation vorbeigekommen bin. Ich muss sagen, sie ist wirklich beeindruckend, geduldig, aber bemerkenswert entschlossen. Mir ist jetzt klar, wie sie die Folter und diesen Ort überstehen konnte. Aber ich frage mich, was mein Volk alles erreichen könnte, wenn es ein wenig mehr Zeit hätte, um geduldig zu sein. Callow.